Grundgedanke unseres Projektes ist es, ein Seminar dazu zu nutzen, eine komplette Lerneinheit von kurzen Videocasts zusammenzustellen. Studierende erbringen oftmals sehr, sehr gute Leistungen in ihren Referaten, mit sehr viel Enthusiasmus, multimedialem Einsatz und dergleichen, aber die Referate sind gehalten und dann verpufft. Unser Gedanke ist hingegen in diesem Seminar, die Studierenden ihre Leistungen dergestalt erbringen zu lassen, dass sie gleich Videocasts vorbereiten. Diese Videocasts werden also kurze thematische Vorträge wie Referate, 10, 15 Minuten sein, die dann aber gleich gesichert, gespeichert werden, nachbearbeitet werden, dann ein gutes Format gebracht werden mit Vorspannen, Nachspannen, allem drum und dran und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Ziel des Projektes ist also, die neuen Medien vor allen Dingen dazu zu benutzen, das Endergebnis zu sichern und eben zugänglich zu machen. Die Form des Projektes wird dergestalt sein, dass nicht einfach nur die Videos hochgeladen werden und kommentiert oder mit einem kurzen YouTube-Kommentar, sondern dass komplett Transkripte angeboten werden als erstes. Das bedeutet, die kompletten gesprochenen Worte werden nicht nur abgetippt, sondern sie werden dann auch noch mit Fußnoten und Belegarbeit versehen, sodass sich die Videos nicht dem üblichen Vorwurf aussetzen müssen, sie seien unwissenschaftlich. Zweitens werden MP3s von den Videos angefertigt, die dazu dienen, dass die Studierenden oder wer auch immer das hört, die MP3s gemütlich in der Bahn, vom iPhone, vom MP3-Player und so weiter hören kann. Drittens werden wir auch noch Literaturlisten hinzufügen, über die Fußnote hinausgehend, die dafür sorgen, dass die Studierenden, die sich dafür interessieren, auch über die gesehenen Vorträge hinaus sich weiter informieren können, weiter lernen können, weiter forschen können. Das historische Seminar verfügt bereits über eine E-Learning-Präsenz, nämlich die seit mehreren Jahren etablierte Lernwerkstatt Geschichte. Diese ist thematisch sehr vielfältig und auch multimedial aufgebaut und wird ständig erweitert. Die in diesem Projekt entstandenen Videos werden eingebaut in den Bereich Militärgeschichte, der bereits existiert, und werden so eingebettet in eine theoretische Grundlage, die durch den Einführungsbereich vor allen Dingen gegeben ist und wird also nicht einfach nur irgendwo auf einer Homepage unkommentiert und uneingebunden präsentiert. Die Videos selber werden dann im Bereich virtuelles Material zwischen Videos externer Anbieter postiert und dort sinnvoll eingebunden. Der historisch-inhaltliche Fokus dieses Projektes wird die sogenannte Schlachtfeldsoziologie sein. Das ist ein recht junges Feld. Die beschäftigt sich damit, was Männer auf dem Schlachtfeld erleben und welchen psychologischen Drücken und Zwängen sie unterworfen sind. Das beschäftigt sich also mit Fragen der Tötungshemmung beispielsweise. Es beschäftigt sich mit Fragen der kameradschaftlichen Verpflichtung. Es beschäftigt sich mit Fragen von Hass auf dem Schlachtfeld, mit Flucht, Feigheit, also den Mechanismen in der einzelnen Person, aber auch mit den Mechanismen und deswegen Schlachtfeldsoziologie innerhalb der Gruppen und untereinander. Ein sehr spannendes Thema, das noch kaum beackert ist und das deswegen ganz dringend, gerade auf dem deutschen Markt, wo es quasi nicht existent ist, ganz dringend eine Vermittlungsform braucht, die man als Einstieg nutzen kann. Es gibt eigentlich nur Spezialliteratur, meistens auf Englisch oder zu 100% auf Englisch, die gerade für Studierende nicht besonders attraktiv ist. Dieses Thema muss also durch einen frischeren Ansatz zugänglich gemacht werden und da ist diese Videocast-Lektion wahrscheinlich genau der richtige Weg. Der zweite Punkt ist, dass das Projekt dadurch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz erhält, da durch die Vorfälle in Afghanistan und die gefallenen deutschen Soldaten in Deutschland gerade das Beschäftigen mit diesen Phänomenen losgeht. Das bedeutet, einen Einstieg zu leisten in dieses Thema ist momentan in Deutschland doppelt notwendig. Kompetenzen werden in diesem Seminar auf drei Feldern errungen. Zum einen die teilnehmenden Studierenden, die inhaltliche Kompetenzen erringen. Sie müssen ganz normal, wie bei jedem Referat, Literatur zur Kenntnis nehmen, müssen lesen, müssen konzipieren und müssen nachher das Ganze auch entsprechend halten. Zweitens erringen sie spezielle Medienkompetenzen. Das eine ist, dass sie sich auf das neue Medium einlassen müssen. Sie müssen ihren Vortrag entsprechend ändern. Das ist kein normales Referat, sondern ein Video, also müssen sie da was ändern. Zweitens werden aber auch die Videos selbst aufgenommen, sie werden selbst geschnitten, sie werden selbst zusammengestellt, mit Musik unterlegt und so weiter. Das sind rein handwerkliche Fähigkeiten. Und als drittes erringen auch noch Studierende außerhalb des Seminars inhaltliche Kompetenzen, weil sie ja die Videos schauen und nachher einfach ganz klassisch über das Thema etwas lernen, wenn sie die Videos schauen. Das Produkt, das wir hier anfertigen, diese Videocast-Lerneinheit, ist vielfältig und langfristig verwendbar. Punkt 1. Da die Forschung auf diesem Feld relativ langsam vorangeht, werden die Inhalte ziemlich lange aktuell sein. Das heißt, die Videos können auch einfach lange im Netz stehen bleiben. Zweitens sind sie interdisziplinär nutzbar. Das Thema ist so angelegt, dass verschiedene Schulfächer oder verschiedene Studienrichtungen darauf zugreifen können und es in ihre, primär natürlich geisteswissenschaftlichen Fächer einbauen können. Weil die Videocasts als geschlossene Lerneinheit konzipiert sind,
können sie auch komplett übernommen werden. Das heißt, die Übertragbarkeit in andere Fächer ist gegeben. Es können auch einzelne Einheiten rausgenommen werden, da wir extra einzelne Videocasts produzieren, sodass hier also eine doppelte Übertragbarkeit gegeben ist. Und drittens ist das Projekt auch wahrscheinlich sehr interessant für Laien, sodass auch eine Breitenwirkung gegeben ist. Vom Thema her, es ist nicht nur was für Studierende, sondern kann wahrscheinlich auch wirklich Laien vor dem Internet ansprechen. Träger des Projektes ist eine Mischung. Das ist einerseits die E-Learning-Abteilung des Studiendekanats der Philosophischen Fakultät der Uni Hannover in Zusammenarbeit mit dem Historischen Seminar der Uni Hannover und der Rückgriff auf die E-Learning-Support-Abteilung der Uni Hannover. Also drei Träger, wobei das Historische Seminar und das Studiendekanat die Hauptträger dieser ganzen Aktion sind. Kosten treten keine auf. Der Lehrauftrag ist sowieso in der Lehrplanung vorgesehen. Die Videokamera ist bereits existent. Die gesamte Schneidesoftware und so weiter ist bereits vorhanden. Es wird also einfach im Rahmen eines Projektseminars dieses Ergebnis erzeugt, ohne dass weitere Kosten entstehen.